Moin Leute, hier zurück bei Wildlands. Ja, jetzt spielen wir gleich die nächste letzte Mission hier. Markus Jensen. Der Butchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Marcus Jensen. Er will zu einem Treffen auf dem Hexenmarkt. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Hier ist das Kampffahrzeug. Die Schlüssel stecken. Ja, das ist das zweite Mal, dass ich es jetzt spiele hier und ich spiele auf Extrem, das heißt ein Treffer und ich bin tot und deswegen habe ich die Mission eben auch nicht geschafft, weil ja, die schießen mich einmal an und ich falle um. Los das geht's. Ist total nervig. Ah, deswegen spiele ich auch Extrem, ne? Also nicht mehr Punkte einsetzen. Naja, egal. Jetzt probiere ich es mal mit dem SUV und dann hoffe ich, dass es auch schnell mit dem Einsteigen. Das Geile ist, ich will immer in Fahrzeuge einsteigen und dann schießen mich kurz bevor ich einsteige noch runter und kaputt. Boah, krieg ich wieder eine Krise dabei, ey. Oh, krieg da schon wieder dran denke, ey. Das ist nicht so schön. Der Jensen haut mich hinterher ab. Erinnert mich ein wenig an Houston. Der Popel haut mich hinterher ab. Um die Ölraffinerie gebaut. Ja, jetzt erstmal hier keine Einheiten, ne? Alles ist ruhig, alles easy. Da kommen hier überall Unidad, würde ich das sagen. Irgendwie Stärken, also Mist, ey. Sind jetzt auf dem Hexenmarkt. El Mercado de las Brujas. Hier kaufen die Einheimischen Glücksbringer, Liebestränke und sogar Flüche gegen ihre Feinde. Ohne Scheiß? Augen auf. Wenn die Info stimmt, muss Jensen hier irgendwo sein. Ja, der ist nämlich auch hier gleich, aber ich will erstmal kurz Verstärkung holen. Sonst wird das nämlich nichts. Egal was, es ist nichts Gutes. Vertrau mir. Ich sehe Jensen. Schnappt ihn lebend. Alles klar. Sperrfeuer kommt. So, jetzt steht mein SUV schon mal richtig hin. War Sperrfeuer? Nein, ich kann Sperrfeuer machen. Alter. Nein! Nein, ich hab falsch gedrückt, Alter. Nein. Nein, diese Scheiße immer. Startbereit. Boah. Egal. Was zum Teufel? Verfickte Scheiße. Lass die Zivilisten leben. Komm, fahr. Was? Genau, komm raus. Ach, diese Steuerung. Ich möchte heulen und kotzen, alles zugleich. Wie gesagt, ich mag sowas nicht. Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Oh, kommt wieder der. Katari um ein Fahrzeug gebeten. Feuer! Eröffne Feuer! Verstanden. Ziel eliminiert. Alter, diese Steuerung, ne? Ab und zu, diese Weg, also diese. Hier heißt Kameraführung ab und zu. Oh, tut mir leid, da muss ich ab und zu einfach mal, ne, sagen, das nervt. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Hände hoch! Nein, geh doch weg vom Balkon! Sofort. Geh doch weg vom Balkon! Das ist auch nervig, ich kann ihn jetzt nicht wegziehen, sonst werde ich gleich wieder abgeschossen, weil er so blöd da steht. Ja? Oder was? Alter, das ist so doof, ey. Das ist so doof einfach. Einfach doof. Tut mir leid. Man kann natürlich vorher die ganzen Gegner ausschalten, aber es kann nicht sein, dass man dann einfach in diesem Gespräch hängen bleibt und dann einfach nicht weg kann. Das ist einfach behindert. Tango getroffen. Da kriege ich einfach die Krise ab und zu. Das ist ja nicht nur das erste Mal, dass es passiert so, sondern aufhören. Immer wieder. Ich bin Wissenschaftler. Hände jetzt geht ja schon wieder los. Ich will die Hände sehen, sofort. Scheiß Faschisten, sie haben kein Recht. Das ist ein Sniper. Amerikaner. Jetzt erschießt er mich gleich schon wieder. Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Das ist einfach nur behindert. Halt durch, ich komme zu dir. Es muss nur einmal getroffen werden, dass die Mission wieder erledigt. Und dann muss ich echt irgendwas hier zerstören im Zimmer. Oder nee, gar nicht wahr. Ich müsste, glaube ich, mal die Programmierer mal aufsuchen und mal denen sagen, Leute, wenn ihr nochmal so eine Scheiße programmiert, dann kriegt ihr einen auf den Deckel. Und richtig, ja, richtig einen rein, da.
Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Alter, was bist du für einer, Alter? Was machst du da? So wie sieht er so, wieso eiert er da eben so doof da rum, ey? Ich muss mich gerade extrem aufregen, ich habe auch wenig geschlafen. Aber sowas, tut mir leid, ist ein No-Go für mich. Ich will die Hände sehen, sofort! Scheiß Faschisten, Sie haben kein Recht! Ich bin Amerikaner! Bleib, wo du bist und Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Ja? Oder was? Nimm deine scheiß Wichsgriffe weg! Nochmal sowas und ich schieß dir eine Kugel durch beide Beine. Kapiert? Genau. Klappe zu und los. Alter. So eine Mission können sie mich mit kriegen und mich abnerven mit. Jetzt verstau den Wichser. Das darf ich nicht sagen, Kacke, sonst wird das Video gespielt. Aber wie gesagt, ich kann hier nichts Schönes gerade sagen. Wie gesagt, einige Sachen sind einfach nur. Ja. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Da habe ich mich ziemlich abgeschlossen und brauche mich nicht mehr ganz aufregen hier über das Spiel. Aber ich bin da fast durch mit dem Spiel, Gott sei Dank. Und dann Add-ons und so werde ich wahrscheinlich nicht holen, weil die Steuerung nicht aufregt. Wir wissen alles über Sie und das Kartell. Eins ist mir nicht klar. Sie sind auch Wissenschaftler. Also was in aller Welt machen Sie auf einem Hexenmarkt? Für Kokain braucht man nicht nur Lösungen und Reagenzien. Ich mache es jedenfalls anders. Ich hole Pulver von den Bruchos, die den Prozess verlängern und das Resultat verbessern. Ja, und weiter? Und gar nichts. Das ist ein Firmengeheimnis. Wenn ihr mein Rezept wollt, müsst ihr bezahlen. Klar? Na. Oh. Da ich gehe noch einmal drauf, ist ein bisschen gescheitert. Der Wagen kann auch vor sich hin. Da. Eine wichtige Lieferung. Erledigt. Hä? Ich sehe gerade nicht. Ja, ich bin komplett aufgelevelt. Ich habe alles auf 3 oder was ich, Maximum zum Teil. Und trotzdem, wie gesagt, kann man auch extrem schlecht spielen. So, wieder, Gott sei Dank. Oh, schön. Wollen mich nicht mehr aufregen. Ja, das Größte ist natürlich, das Größte. Viele Leute waren müde zu spielen. Schöne Laune. Aber geschafft. Gibt wieder Punkte. Oh, da waren irgendwo Gegner. Sie können mir gar nichts, verstehen Sie? Sie haben hier keine gültige Rechtsgewalt und selbst wenn es so wäre, ich bin hier als US-Bürger mit gültigem Arbeitsvisum. Sie begünstigen die Herstellung einer illegalen Substanz. Eine illegale Substanz, die von Mördern und Vergewaltigern verkauft wird. Nicht mein Problem. Ich halte niemandem eine Waffe an den Kopf. Ich zwinge niemanden, Drogen zu nehmen. Das entscheidet jeder selbst. Das macht die persönliche Freiheit doch aus. Wie Sie meinen. Schießen Sie dem Wichser in den Kopf. Halt! Was soll das? Sie haben recht, Markus. Wir haben hier keine Polizeigewalt. Also nehme ich mir meine persönliche Freiheit und bitte meinen Kollegen, Ihnen das verfickte Hirn wegzupusten. Halt! Wollen Sie was sagen? Hey, hören Sie! Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Aber sicher. Sagen Sie mir, was ich wissen will und wir jagen Ihnen keine Kugel in den Schädel. Fuck! Okay. Schön. Ich sage Ihnen, was Sie wissen wollen. Na also, geht doch. Na, läuft. Ja, noch ein Gebiet geklärt. Mal schauen, ob ich jetzt noch irgendwelche anderen Missionen noch aufgeblubbt bekomme hier. Aber ich glaube, ich gehe gleich vor die Tür hier und werde abgeschossen. Noch nicht?
Schieße! Da ist ein Sniper! Runter! Yeah, was habe ich denn da für eine Waffe gekriegt? Lieber Tat, Markus Jensen, Johnson, Dingsbums. Oh, das sind das Video verfügbar. Auch nochmal anschauen. Der große Autor Balzac sagte einst, Familie zu haben heißt, Geisel des Geschicks zu sein. Ich sagte zu Giorgio, wir hätten etwas gemeinsam. Wir beide sind zu alt für einen Neuanfang. Ich mit einer Organisation und du mit einer Familie. Okay, das ist also mein nächstes Angriffsziel, Giorgio. Wo ist denn der überhaupt? Leiter Positionsabteilung. Wo soll der sein? Aber das habe ich noch offen hier. Eine Mission noch hier bei Ricky Sandoval und El Giorgio Produktion. Wo könnte denn sein? Herr Bowman, sieht so aus, als hätte Ihr Schlag gegen das Produktionsnetzwerk des Kartells mehr gebracht, als wir dachten. Was denn? Dass La Gringa und El Giorgio den Reinheitsgrad ihres Kokains verringern mussten, hat die Preise fallen lassen und dem Ruf des Kartells geschadet. So ein Jammer. Was heißt das für uns? Wir haben La Gringa, aber Suenio braucht einen Sündenbock. Giorgio ist Gefangener des Kartells in seinem eigenen Haus und regelt von dort die Produktion. Schaffen Sie El Giorgio zu einem Treffpunkt, erwarten Sie starke Gegenwehr. Die Wachen haben den Befehl, Giorgio zu töten, wenn er fliehen will. Verstanden. Ah, okay. El Giorgio, finden Sie El Giorgio. Wo ist die Mission? Da. Wo? Warte, wie? Ach, da. Ja, cool. Das wird die nächste Mission sein, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sorry für mein Rumgehate und Rumgeheule. Aber man muss ja nicht alles in einem Spiel mögen. Dementsprechend, Hier ist Bowman. Exzellente Arbeit in Libertad. Mit Jensen haben wir die Ausbildung in der Provinz lahmgelegt. Und ohne die Grundstoffe von Vallabigas ruht die Produktion. Das wird das Kartell jeden Tag Millionen kosten. Und trifft es an einer empfindlichen Stelle. Habe verstanden. Danke für die netten Worte. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. Jo, wunderbar. So, jetzt bin ich aber raus. Bis demnächst. Tschüssi. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.